Hallo liebe Leute, Doug aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pennsylvanisch deutsches Wort für die Woche. Und das Woche, es ist der erste Freitag im Dezember. Und das meinst, aus dem Sonntag kommt Advents. Und unser Wort des Woche ist der Adventsgrans. Na, ich weiß, dass in Deutschland ist es auch so, als es ohne die christliche Leid normally haben wir einen Adventsgrans auf den Tisch. Zum Beispiel bei mir, wir sind christliche Leute, do, bei mir, ich und meine Familie, meine Freundschaft. So, meine Grandma hat alles, was, meine Großmami hat alles, was ein Adventskranz auf den Kichtisch, die 4 Wochen Abgrischtag. So, jeder Sonntag, dann wir machen an anderen Kerz an und dann bis zum Grischtag, da haben wir auf die vier Kerzen do und schöne Licht und das Mensch, das Grischtag ist bald do. So der Adventskranz. Nicht so viele Leute in Amerika tun es nicht mehr, aber ich, wenn sie nicht christliche Leute sind, natürlich, aber ohne uns, Pennsylvania State, christliche Leute, wir haben einen Adventskranz. Ich habe einen Adventskranz auf mein Kichtig gerade nah. So ist es ready für Sonntag. Bis ich nächstes Mal. Schwätz Deutsch, lass es Hochdeutsch weg und mach's gut.